Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Wissenssuchende. Nachdem ich bei der letzten Vorlesung über Cathy bereits ganz kurz ihren größten Rivalen Nippon angesprochen habe, erreichten mich viele Rückfragen über das Land der aufgehenden Sonne. Natürlich gehe ich gerne auf das Thema ein, auch wenn ich hier gleich die Erklärung vorschieben muss, wie bereits letztes Mal. Wir haben einmal mehr nicht viele handfeste Informationen über Nippon. Dementsprechend werde ich wieder versuchen, einige logische Schlüsse aus den Andeutungen zu ziehen, um ein umfassenderes und lebendigeres Bild malen zu können. Diesmal würde ich gerne mit dem Regierungssystem beginnen, da wir hier wieder ein interessantes Modell vorfinden und ich da beim letzten Mal schon gern drüber referiert habe. Nippon ist nämlich weniger mit Cathy oder dem Imperium zu vergleichen, sondern vielmehr mit Bretonia. Denn sie verfügen zwar über einen totalitären Herrscher, einen Mann, den sie als die heilige Sonne betiteln, und der allen Hinweisen zufolge als ein Halbgott oder zumindest ein Gottgesandter gesehen wird. Doch dieser Herrscher übt nur vergleichsweise wenig direkte Macht aus. Die reale, alltägliche Regierungspflicht ist auf hunderte Feudalherrscher aufgeteilt, die sogenannten Samurai. Hier bietet sich der Vergleich zu den bretonischen Rittern natürlich direkt an, denn auch die Samurai sind eine Kaste von adelsgeborenen Kämpfern, die einem strengen Ehrenkodex folgen und ihre eigenen kleinen Herrschaftsgebiete besitzen. Wie auch in Bretonia gibt es natürlich Abstufungen in der Hierarchie der Feudalherren untereinander. Diese Abstufungen geschehen aufgrund von Reichtum, Alter der Familiendynastie und natürlich kämpferischen Errungenschaften. Auch hier lassen die Bretonen einmal mehr grüßen. Doch auch wenn ich den Bretonia-Vergleich hier so bereitwillig ziehe, gibt es doch einige sehr relevante Unterschiede. Obwohl die heilige Sonne beispielsweise eigentlich als Halbgott verehrt wird, hat er nahezu keine echte Macht. Die Samurai-Herrscher können nahezu alles in ihrem Einzugsgebiet bestimmen und auch eigentlich zentrale Aufgaben wie das zu den Fahnen rufen oder das Einziehen von Steuern ist in Nippon oft mit Wochen der diplomatischen Diskussionen verbunden. Hier hat der König Bretonias, Luen Leoncoeur, deutlich mehr Macht als der Herrscher Nippons. Die Bretonen nehmen den offiziellen Auserwählten ihrer Gottheit wohl einfach etwas ernster als die eher weltlich orientierten Samurai. Obwohl die Samurai es mit ihrer heiligen Herrschaft nicht so ernst nehmen, spielt Religion trotz allem eine große Rolle auf der östlichen Insel. Ihre göttliche Figur ist der orangene Simka. Diese Religion bezieht sich vorwiegend auf geistige Ruhe und seelische Gelassenheit. Sie wird von zahlreichen Mönchen in entlegenen Klostern auf ganz Nippon praktiziert. Man erkennt die Mönche häufig an ihren symbolisch orangenen Roben, die im Gedenken an ihre Gottheit getragen werden. Zusätzlich dazu gibt es jedoch auch eine kämpferische Seite des Simzismus, das sogenannte Wimto. Wimto überträgt die Lehren geistiger Gelassenheit auf den waffenlosen, aber auch bewaffneten Kampf. Die Anwender versuchen, ihre Körper und ihren Geist zu vereinen und zu einem Kampfstil zu formen, in dem Flexibilität des Geistes und Flexibilität des Körpers dominieren. Die reinsten Anwender dieser Lehren sind die Kriegermönche. Doch auch die Samurai wenden viele der Prinzipien in ihren alltäglichen Trainingsroutinen an. Es gibt auch eine kleine Gruppierung innerhalb der sozialen Eliten, die dem Lord Tientien huldigen. Ein Bringer der Veränderung und Gott der Magie. Im Grunde also Sinch unter anderem Namen. Ebenso wie die Norskaner den Herrscher des Wandels als den Adler oder manchmal den Raben anbeten, der Name macht hier keinen Unterschied, Sinch bleibt Sinch. In Hinsicht aufs Militär ist Nippon ein interessanter Fall. Auch wenn sie dem viel größeren Cathy zahlenmäßig recht deutlich unterlegen sind, bilden sie trotz allem eine beträchtliche Gefahr für das Reich der Jade. Der Hauptgrund ist Nippons Seemacht. Während den vielen Konflikten gelang es den Samurai jedes Mal, die Häfen und Küsten zu kontrollieren und ihre elitären Truppen frei anlanden zu lassen. Diese fast schon norskanische Strategie spielt Cathys größte Stärke, die Zentralität der Organisation des Militärs, vollkommen gegen sie aus. Die großimperiale Armee braucht recht lange, um ihre beträchtliche Zahl zu sammeln und ohne die Vorherrschaft zu See können sie nahezu unmöglich vorhersagen, wo Nippons Streitkräfte anlanden. Bis Cathy also reagiert, haben die Nipponer sich schon längst eingegraben oder sind sogar wieder verschwunden. Ich sagte ja gerade schon elitäre Truppen, darum gehen wir doch als nächstes einfach auf die Zusammensetzung der nipponischen Armee ein. Ganz grob können wir die Streitkräfte in drei, nennen wir es mal Kasten, einteilen. Ganz unten befinden sich die eingezogenen Truppen mit sehr geringer Ausbildung. In der Mitte haben wir Berufssoldaten bzw. Berufskrieger und Spezialisten und ganz oben dann die Adelstruppen.
Wie auch in Bretonia benutzen die Samurai ihre Bauern gern als entbehrliche Fronteinheiten. Sie selbst nennen diese bewaffneten Bauern Ashigaru. Denen werden dann meist Speere in die Hand gedrückt oder in seltenen Fällen auch teurere Waffen wie Bögen oder Arkebusen. Ja, Arkebusen Ashigaru gibt es auch, das Schwarzpulver wird aber generell lieber in fähigeren Händen gesehen. Über den Ashigarus werden die Spezialisten gestellt, also Techniker, Alchemisten und Ninja. Techniker und Alchemisten bedienen die Bronzekanonen und Feuerwerkswerfer. Diese sind denen der Cathy-Truppen zwar sehr ähnlich, doch Nippon bevorzugt größere und präzisere Sprengkörper gegenüber den kleineren, flächendeckenderen der Cathys. Die Ninjas sind ein maßgeblicher Einfluss für die Skaven des Clan Eshin geworden und durch sie können wir am ehesten herausfinden, worum es sich bei diesen vermummten Kriegern handelt. Ihre oberste Devise scheint natürlich die Tarnung zu sein. Diese kann entweder durch dunkle, verhüllende Kleidung bei nächtlichen Einsätzen oder auch durch Vollrüstung im Kampf passieren, denn die Arbeit eines Ninja umfasst mehr als nur das gedrungene Meucheln. Auch Attentate auf dem Schlachtfeld selbst gehören absolut in ihr Aufgabengebiet. Oft verkleiden sie sich als einfacher Soldat oder sogar als Samurai, nur um dann mit vergifteten Wurfsternen oder verhüllten Dolchen ihrem Ziel den tödlichen Schlag zu versetzen. Egal, ob sie sich aus ihren eigenen oder den feindlichen Regimentern heraus verstecken. Der Angriff des Ninja ist stets eine reale Gefahr für die Samurai. Und die schiere Präsenz dieser Gefahr zeigt auch, wie sehr sich die Samurai auf die Dienste der Ninja verlassen. Auch wenn keiner von ihnen das jemals zugeben würde, solch ehrenlose Taktiken sind unter ihrer Würde. Denn ebenso wie die bretonischen Ritter haben auch die Samurai verstanden, dass ein Ehrenkodex wirklich nur dann von Nutzen ist, wenn man ihn auch ab und an mal ignorieren kann. Der nipponische Ninja ist ein unfassbar spannendes Thema, einfach da er eine weite Bandbreite an verschiedenen und exotischen Werkzeugen und Waffen verwendet. Von simplen Kletterhaken und Messern bis hin zu Blendbomben, Rauchgranaten, Seildolchen und Kusarigama-Kettensensen verfügt er über mannigfaltige Wege, sein Ziel zu erreichen. Auch hier muss wieder gesagt werden, dass die Kopien von Clan Eshin nur eine ganz entfernte Idee von der nahezu übermenschlichen Kompetenz des echten Ninja geben. Die höchste Stufe der Armee bilden die Samurai selbst, aber auch die religiösen Kämpfer der Kriegermönche gehören auf diese Stufe. Die Samurai, auch wenn sie klassischerweise nicht mit dem Katana, einem gekrümmten Schwert mit minimaler Parierstange aus Faltstahl zu sehen sind, tragen neben dem Katana eine Vielzahl anderer Waffen. Der Speer ist natürlich Teil ihres Arsenals, ebenso der Bogen, aber auch Steinschlosspistolen werden häufiger eingesetzt, vorzugsweise auf Pferderücken. Ebenso wie ihre Rivalen in Cathy können sie hier auf den wilden Kirin reiten, zumindest in Ausnahmefällen. Das Interessante an den Samurai ist jedoch ihre Einstellung zu persönlicher Ehre, Niederlage und einem daraus entstehenden Fatalismus. Die Samurai erkennen ihre eigenen Fehlschläge nicht an. Sie kämpfen bis zum Tod und falls das nicht möglich ist, bringen sie sich lieber selbst rituell um, anstatt in der Schande zu leben, die dadurch entsteht. Eine kuriose Formation, die sich auf dem Schlachtfeld daraus ergeben hat, sind die Kamikaze-Krieger. Diese sind Samurai, die in ihren eigenen Augen ihre Ehre durch eine Niederlage verloren haben und nun den glorreichen Tod suchen, den sie in ihren Augen schon längst hätten erleben sollen. Um das zu erreichen, binden sie sich einen Haufen Sprengstoff an den Körper, rennen schreiend auf den Feind zu und explodieren dann in spektakulärer Manier. Offen gesagt kein groß anderer kultureller Ansatz als beispielsweise die Slayer oder die Flagellanten, aber definitiv mit deutlich größerem Unterhaltungsfaktor. Das genaue Gegenteil dieser schreienden Verrückten sind die Kriegermönche der Wim-To-Tradition. Sie kämpfen meist unbewaffnet, können aber auch mit Kampfstäben, Kurzschwertern oder Batons exzellent umgehen. Ebenso wie ihre Gegenstücke in Cathy verfügen die Klöster Nippons über riesige Wächterstatuen in Löwen- oder Hundeformen, die im Notfall durch heilige Rituale belebt werden können. Einige werden sogar von den Kriegermönchen als Reittiere verwendet. Das ist leider schon so ziemlich alles, was wir über Nippon wissen. Es gibt noch eine überlieferte Legende, das Lied von Sanyo Kawasaki. Doch das würde ich als schlechte Imitation eines Marienburger Händlers abtun. Hier kleiner Einschub von mir als Raikir. Was ich als Loremeister nicht wirklich zum Ausdruck bringen kann, ist, warum ich diese Legende nicht mit ins Video nehmen möchte. Eigentlich alle Infos, die wir von GW über Nippon und Cathy haben, kommen aus den 80ern. Zu dieser Zeit war Warhammer noch in einer Art Selbstfindungsphase. Die meisten Inhalte wurden nicht sehr ernst genommen und wirken auf moderne Fans extrem lächerlich. Ich gebe mir große Mühe, die Informationen herauszusuchen und zu präsentieren, die noch in das moderne Warhammer-Verständnis passen.
Warum ich mich dagegen entschieden habe, die eine große Volkslegende zu erzählen, die wir tatsächlich von Devi direkt bekommen haben, kann ich in einem kurzen Satz verdeutlichen. Die drei Hauptcharaktere dieser Legende heißen Sanyo Kawasaki, Nissan und Honda Suzuki. Ich glaube, damit ist alles gesagt und ich schlüpfe mal wieder zurück in meine Lawmeisterrolle. Unser Unwissen gegenüber Nippon begründet sich natürlich durch die Lage am anderen Ende der Welt. Aber auch Nippons negative Attitüde gegenüber Außenstehenden ist in einem kulturellen Austausch nicht unbedingt zuträglich. Sie leben auf ihrer Insel, sowohl wörtlich als auch im übertragenen geistigen Sinne, und Misstrauen ist ihre Grundeinstellung gegenüber Fremden. Die Elfen haben es vor 2000 Jahren geschafft, vorsichtig Kontakt herzustellen, und in jüngster Zeit sind Handelsbeziehungen mit Marienburg einigermaßen floriert. Doch so gut wie alle anderen Rassen und Reiche haben nur wenig bis gar keinen Kontakt mit den Samurai. Außer natürlich Clan Eshin der Skaven, aber das ist mehr eine Unterwanderung als echter Kontakt. Somit muss ich meine Vorlesung zu Nippon hier leider schon beenden. Ich würde euch gerne über ihre Magie oder ihre Truppen erzählen, doch mehr wissen wir einfach nicht. Vielleicht gelingt es uns ja irgendwann mal eine Expedition dorthin zu finanzieren und es für uns selber herauszufinden. Jetzt hoffe ich erstmal, die Vorlesung hat euch gefallen und ihr lauscht auch beim nächsten Mal wieder meinen Geschichten. Vielen Dank natürlich wie immer an die fantastisch großzügigen Menschen auf Patreon. Besonderer Lehrmeister-Shoutout geht an Andy, Dakama, Commander, Don Vittorio, Gensim 3, Jack, Keranos, LG21, Silberwolf, Soldier, Warlocks, Krak und Kozak Struganov. Bis zum nächsten Mal. Bleibt glorreich, meine Lieben.